Ganz süßer. Ja. Du bleibst ewig bei uns, ne? Sein Apollyon ist 9 und eigentlich schon im Rentenalter, aber noch topfit. Fast 100.000 Euro hat das Pferd für Volker Schleusner schon gewonnen. Jetzt wurde er immer nur trainiert. Die sind ja so heiß nachher denn auf Laufen, ne? Der freut sich so auf Laufen, das glaubt man gar nicht. Das erste Rennen bei der Derbywoche in Hamburg. Jetzt geht's gleich los. Die starten genau hier hinter, da sieht man jetzt ja nichts. Das sind immer die schlimmsten Minuten vorm Start, ne? Den langen Hamburger, das längste Rennen hier, hat Schleusner schon zweimal gewonnen, zuletzt vor einem Jahr. Der lange Hamburger, das war so richtig Tradition. Wer das gewinnt, ne, hat als wenn du das Derby hier gewinnst, so ungefähr. Ne? Volker Schleusner mischt seit Jahren die Galoppsportszene auf. Er ist eigentlich Ökobauer. 1500 Hektar Land hat er für seine Fleischrinder und Vollblüter. Sie sind das ganze Jahr draußen, gemeinsam auf der Koppel. Sein kleines Gestüt in Marlow bei Rostock ist seit 2012 im offiziellen Rennbetrieb und immer erfolgreicher. Das teure Hobby kann er sich nur leisten, weil die ganze Familie mit anpackt. Einfach waren die ersten Jahre nicht. Zu Anfang, ja, da wurde man von allen sogar mehr wie belächelt. Da haben sie gedacht, na, was will so ein Bauer da aus Mecklenburg-Vorpommern mit seinen Pferden? Oh, der hält die draußen. Das kannte ja auch keiner, dass die Pferde draußen gehalten werden. Da haben sie gesagt, Mensch, wenn die ganze da auf Koppel laufen, wie kann er die morgens nehmen und dann zum Rennen mitgehen? Die können ja gar nichts. Im 60 Kilometer entfernten Bad Doberan hat Schleusner seine Leidenschaft für den Rennsport entdeckt, sich für den Betrieb dort eingesetzt. Seine Tochter ritt erfolgreich bei den Bauernrennen. Er hat das immer unterstützt, ob den Doberaner Rennverein und die Züchtung mit den Vollblütern. Also schickt die Pferde bis sonst wo zur Bedeckung, dass man hier in Mecklenburg-Vorpommern auch wieder neue Nachkömmlinge hat. Wir haben Mutterstuten, tolle Fohlen. Sind wir schon selbst stolz drauf, dass wir hier so ein großes Ding aufgebaut haben. Ne? In Hamburg ist der Züchter mit Herz auch jedes Jahr. Komm, Opa. Opa, guck mal, wie Apollyon noch kommt. Diesmal reicht es nicht für einen Sieg beim Traditionsrennen. Trotzdem ist er stolz mit Platz 5. Oh, Wahnsinn. Also so gut für einen Halbblüter, das ist Wahnsinn. Ey, das hast du gut gemacht. Oh, war das gut. Du hast ihn nicht, er sagt auch, der hat sich nicht blamiert. Nein, hat er nicht, gar nicht. In England würde Schleusner gern mal starten. Nach Dubai zu den reichen Scheichs, da zieht es den Landwirt eher nicht hin. Hatten wir schon eine Einladung, alles, aber solange den krieg ich heim wie zu Hause. Ich muss immer den Kirchturm irgendwie sehen, sonst bin ich irgendwie, liegt so drin im Blut. Ne? Erstmal geht es jetzt zu den Rennen nach Bad Doberan und dann mal schauen. An hoffnungsvollem Nachwuchs fehlt es Züchter Schleusner jedenfalls nicht.